Setze dich in einen für dich bequemen kreuzbeinigen Sitz oder in den halben Lotus. Schließe deine Augen. Dein Rücken ist ganz gerade, Schultern, Nacken und Kiefer ganz entspannt. Hände liegen locker auf den Knien, Daumen und Zeigefinger berühren sich sanft. Atme tief durch die Nase in den Bauch ein und wieder aus. Atme nun tief durch beide Nasenlöcher in den Bauch ein, während du dabei deine Kehle etwas verengst und einen leichten Schnarchton erzeugst. Das Gleiche machst du bei der Ausatmung. Steuere den Atem durch deine Kehle. Versuche ganz langsam und bewusst zu atmen. Am Anfang scheint dies noch etwas ungewohnt und ein leichtes Kratzen in der Kehle zu verursachen. Mit zunehmender Praxis wird es dir immer leichter gelingen und du wirst schnell die zusätzliche Kraft der Ujjayi-Atmung zu schätzen wissen. Wenn du deinen eigenen Rhythmus gefunden hast, beziehe nun auch deine Beckenbodenmuskulatur mit ein. Spanne die Beckenbodenmuskeln während der Einatmung kräftig an und lasse den Beckenboden während der Ausatmung wieder ganz weich werden. Atme nun in dieser Form in deinem eigenen Rhythmus weiter. Die Ujjayi-Atmung kann auch jederzeit während der Asanas angewandt werden, um die Praxis noch intensiver zu gestalten. Diese Atemübung beruhigt den Geist, steigert die Konzentration und erhöht die Vitalkapazität. Es entsteht eine ruhige, gleichmäßige Kraft in dir. Lasse nun deinen Atem wieder ganz von alleine fließen. Halte die Augen noch einen Moment geschlossen und spüre nach.